Herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Mein Name ist Oliver und heute geht es um den vielleicht sogar letzten Teil meiner persönlichen Flaggschiff-Reihe. Hier habe ich Android-Smartphones, Android-Flaggschiffe in diesem Jahr mal wieder gegeneinander antreten lassen und wollte ganz persönlich wissen, welches ist mein persönlicher subjektiver Favorit in diesem Jahr. Das OnePlus 8 Pro hat sich bisher gut geschlagen, ist bisher durchmarschiert. Jetzt tritt es gegen das Sony Xperia 5 Mark II an und wir werden sehen, welches der beiden Modelle als Sieger vom Platz geht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir fangen wie immer mit dem Design, der Verarbeitung und der Haptik an und bei der Verarbeitung nehmen sich die Flaggschiffe in der heutigen Zeit natürlich nicht. Beides sind gut verarbeitet, haben gute Druckpunkte. Da habe ich von meiner Seite persönlich keine Kritikpunkte feststellen können, aber beim Design bzw. bei der Haptik gibt es hier einen Unterschied tatsächlich. Ich finde, das Sony Xperia 5 Mark II liegt angenehmer in der Hand, es ist leichter, es ist schmaler und ich persönlich mag das. Ich finde die Android-Flaggschiffe der Hersteller nicht allzu gut, was die Größe angeht und finde es durchaus spannend, dass Sony auch mal wieder ein etwas kompakteres Flaggschiff auf den Markt gebracht hat. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass das Sony Xperia 5 Mark II für mich den Punkt in dieser Kategorie bekommt. Weiter geht es mit dem Display und in diesem Fall weisen beide ein OLED-Panel mit 120 Hertz auf, sprich State of the Art. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass OnePlus bei dem Display, bei dem Panel bei Samsung eingekauft hat. Ich weiß nicht, wo Sony sein Display herbezieht, ob sie die selbst fertigen, aber das Panel von OnePlus 8 Pro ist etwas heller in der maximalen Helligkeit. Ich glaube, das sind 1200 Nits und das bei Sony müssten so zwischen 800 und 1000 maximal sein. HDR-Inhalte können beide darstellen, aber mir geht es jetzt vor allem auch um die Helligkeit, um die Standardhelligkeit so im Alltag. Und da ist das OnePlus 8 Pro ein bisschen besser, sprich ich musste die Helligkeit beim Xperia 5 Mark II etwas hochdrehen, um das ausgleichen zu können. Ich werde auf einem anderen Punkt nochmal später darauf eingehen, was dann da der Nachteil ist. Aber wenn man das macht, dann haben beide für mich persönlich eine sehr gute Farbdarstellung, gute Blickwinkel. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, beiden Modellen einen Punkt zu geben. Bei der Software habe ich persönlich drei Favoriten auf dem Markt. Das ist einmal die Pixel-Reihe mit dem reinen Android von Google. Dann ist das die Sony-Reihe, die Xperia-Smartphones und es ist die OnePlus-Reihe. Das sind für mich persönlich die drei besten Hersteller, wenn es um Software angeht, zumindest wenn es um die Oberfläche, um die Optik und um die Benutzung geht. Und aus diesem Grund sind zwei meiner Favoriten hier vorhanden. Und aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, beiden Modellen einen Punkt zu geben. Beide Modelle haben jetzt irgendwie eine gute Oberfläche, haben eine solide Update-Politik, die bei beiden noch ein bisschen besser sein könnte, aber auch nicht schlecht ist. Und in diesem Sinne habe ich mich dafür entschieden, dass beide Modelle einen Punkt bekommen. Bei der Kamera liegt das Xperia-Flaggschiff meiner Meinung nach leicht vor dem OnePlus 8 Pro. Das liegt daran, bei der Hauptkamera nehmen sich beide nicht viel, vor allem bei guten Lichtbedingungen liefern beide sehr gute Ergebnisse und bei Nachtaufnahmen könnten beide nochmal einen etwas besseren Nachtmodus verbauen. Aber bei den Ultraweitwinkelaufnahmen und bei den Zoomaufnahmen, finde ich, hat Sony die besseren Ergebnisse geliefert. Und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, sind Schnappschüsse. Also wenn man sich jetzt nicht nur hinstellt und sagt, okay, ich will einfach irgendwie mal mir 5 Minuten Zeit für ein Foto nehmen, sondern einfach schnell ein Foto machen, dann liefert das Xperia 5 meiner Meinung nach die besseren Ergebnisse und hinzu kommen dann auch noch die Profi-Apps der, sag ich mal, Alpha-Reihe von Sony, die dann auf dem Gerät vorinstalliert sind, die wirklich zahlreiche Optionen für Profis noch mitbringen. Aus diesem Grund ist das Sony Xperia 5 Mark II meiner Meinung nach der bessere Kandidat, wenn es um die Kamera geht. Kommen wir zur Akkulaufzeit und da habe ich ja eben beim Display schon erwähnt, dass ich einen negativen Punkt nochmal aufgreifen werde. Die Akkulaufzeit vom Sony Xperia 5 Mark II ist bei mittlerer bis, sage ich mal, 70% Helligkeit wirklich gut, auch für diese Größe eigentlich sogar sehr gut, aber ich habe es ja schon erwähnt, ich habe das Display eigentlich fast mit 100% Helligkeit oder sogar oft mit 100% Helligkeit genutzt, nutze es mit dieser Helligkeit im Alltag und das schlägt sich natürlich auch auf die Akkulaufzeit nieder, die muss man dann dementsprechend in Kauf nehmen. Nehme ich natürlich für das etwas bessere Display und hellere Display, aber das muss man auch klar dazu sagen und das OnePlus 8 Pro kommt da besser über den Alltag hinweg und was für mich vor allem entscheidend war, ist, dass Sony beim Xperia 1 Mark II G weiterhin verbaut hat oder wieder verbaut hat, aber beim Xperia 5 Mark II nicht. Finde ich persönlich schade, denn ich lade meine Geräte zu 95% im Alltag kabellos und aus diesem Grund geht dieser Punkt eindeutig an OnePlus. Der Punkt Preis ist relativ schnell abgehakt. Beide besitzen eine unverbindliche Preisempfehlung von 899 Euro in der günstigsten Basisversion. Beide kosten so um die 800 Euro. Natürlich findet man mal für das eine Modell, mal für das andere Modell ein besseres Angebot, wo man hier und da 50 Euro mehr sparen kann. Aber so grundsätzlich sind diese beiden Modelle in etwa gleich teuer und aus diesem Grund bekommen auch beide einen Punkt.
Beim Punkt Sonstiges möchte ich immer schauen, ist das Gesamtpaket vorhanden, welches ich von einem Flaggschiff erwarte, sprich IP-Zertifizierung, Stereo-Lautsprecher, 5G und Co. Das ist vorhanden. Beide Modelle liefern hier vollumfänglich ab. Und gibt es irgendwelche Punkte, mit denen sich Smartphones irgendwie abheben, zum Beispiel ein 3D-Scanner, ein Stift und sowas in der Art? Das ist bei beiden Modellen nicht vorhanden. Beide Modelle sind gute, solide Flaggschiffe, haben aber jetzt keine Alleinstellungsmerkmale. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass beide Modelle von mir hier den Punkt bekommen. Kommen wir zu meinem Fazit und wer mitgezählt hat, der wird festgestellt haben, Sony liegt tatsächlich mit einem Punkt vor dem OnePlus 8 Pro. Und das ist auch mein persönliches Fazit. Sony hat mich in diesem Jahr überrascht. Sie haben in den letzten Jahren wirklich aufgeholt, waren aber immer so ein Stück hinter der Konkurrenz. Jetzt 2019 und 2020 sind sie da relativ weit oben mit dabei. Hier und da vielleicht noch nicht ganz, aber sie spielen grundsätzlich meiner Meinung nach wieder oben mit. Und was mir beim Xperia 5 Mark II vor allem gut gefällt, warum es auch jetzt hier in diesem Battle, glaube ich, gewonnen hat, ist, dass es einfach ein etwas kompakteres Flaggschiff ist. Und ich persönlich kein großer Fan von diesen 6,5 Zoll oder mehr Boliden bin oder teilweise hier schon Richtung 7 Zoll. Gefällt mir persönlich gut. Ein gutes Smartphone, das Gesamtpaket überzeugt. Es gibt auch den Snapdragon 865 in diesem kompakten Formfaktor, was dann andere Hersteller wie zum Beispiel Google nicht bieten. Und aus diesem Grund ist das Sony Xperia 5 Mark II für mich aktuell eines der besten Android-Smartphones und vielleicht sogar das beste Android-Smartphone von 2020. Das wird sich zeigen. Dementsprechend in den kommenden Tagen wird es dann vielleicht noch weitere Vergleichsvideos geben. Ich muss mal schauen, welche Modelle jetzt hier noch offen sind. Das OnePlus 8T werde ich aber höchstwahrscheinlich nicht behandeln, denn das OnePlus 8 Pro ist das für mich bessere Modell. Das OnePlus 8T würde also nur dementsprechend verlieren. Also mal schauen, was in den kommenden Tagen noch so kommen wird. Seid gespannt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Schreibt mir in den Kommentaren auch gerne, welches euer persönlicher Favorit ist. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.